Sänger. Now I'm in the time of my life. No, I never felt like this before. Hallo, mein Name ist Clarences Mendez. Man nennt mich auch Clancy. Ich bin Musical-Mischer am Theater am Potsdamer Platz und erzähle mal ein bisschen über meinen Beruf. Im Radioraum hinter der Bühne läuft während der Vorstellung der gesamte Funkverkehr zusammen. Hier werden die Sender für die Darsteller vorbereitet. Also wir haben 32 Darsteller, die mikrofoniert werden und ein paar Instrumente, die während der Show auf der Bühne spielen. Die werden dann temporär eben auch mit einem drahtlosen Mikro genommen. Ja, und dann bestücke ich erstmal die ganzen Sender mit Batterien, schalte hier die ganzen Geräte ein. Ja, das testen wir vor der Show. Es werden alle Sender mit Batterien bestückt und wir sprechen die Mikros an, schauen uns die Kapsel an und wackeln überall mal. Und dann passiert das schon so ein-, zweimal pro Woche, dass sowas aussortiert wird und ausgewechselt werden muss. Vor dem Auftritt geht es vom Radioraum aus hoch zum Mischpult. Das ist unser FOH-Mischplatz. Das ist unsere Konsole. Hier kommen die ganzen Signale an. Also Band, Zuspieler von den benannten Pro Tools, unsere Effekte, die Darsteller. Und hier sind auch unsere Ausspielwege. Wir haben ja nicht wie normalerweise einfach nur einen Stereo-Ausgang, sondern hier geht das in etliche Systeme, links, rechts, oben, unten, Delay-Lines, also die das Signal verzögert. Die Leute, die wir hier haben, die müssen ja eigentlich sowohl tanzen, singen, als auch schauspielern können. Und meistens hat man halt eine Mischung also, oder naja, zumindest hier in dieser Show, das ist eine Tanzshow, liegt der Fokus natürlich eher auf den tänzerischen Fähigkeiten der Darsteller. Und es gibt natürlich auch ein paar ausgesprochene Schauspielrollen. Für Clancy ist der Job beim Musical fast perfekt. Doch ein geregeltes Familienleben ist bei den Arbeitszeiten kaum möglich. Ich habe zwei Kinder. Das heißt, ich sehe sie eigentlich nur zum Frühstück und danach nicht mehr. An 5 Tagen in der Woche. Eigentlich neben dem Job nicht erlauben, noch irgendwelche anderen Jobs zu machen, weil dann wirklich zu wenig Zeit für die Familie bleibt. Anhand von Sounddesign-Vorlagen steuert Clancy die Tonqualität. Doch guter Ton hängt auch vom persönlichen Empfinden ab. Ein guter, schlechter Ton ist natürlich einfach das Thema, mit dem wir hier natürlich zu kämpfen haben. Also wir haben natürlich auch wesentlichen Einfluss darauf, wie das Publikum reagiert. Also wenn die natürlich die ganze Zeit genervt sind, weil sie das Gefühl haben, sie verstehen nicht, ist das schlecht. Aber wenn man auf der anderen Seite die Dialoge auch zu laut macht, dann nimmt man ja quasi den Darstellern auf der Bühne ein Stück weit auch ihre Präsenz, weil das Publikum vielleicht den Eindruck kriegt, dass das so eine Art Playback-Theater ist. Wir fangen meistens spätestens 2 Stunden vor Showbeginn an. Also wir haben die Show meistens hier um 7. Das heißt, um 5 müssen wir eigentlich schon checken. Aber nun bedarf es natürlich einer gewissen Vorbereitung. Habt ihr ja auch gesehen mit Einschalten und so weiter und so fort, Listen ausdrucken. Kurz vor der Show überprüft er ein letztes Mal die Lautsprecher. Im Aufnahmeraum, in dem die Band während der Vorstellung live spielt, werden die Instrumente gecheckt und geprüft, ob die Signale oben am Mischpult ankommen. Klarinette? Klarinette. Sax 2? Sax 2. Denkt man dann natürlich auch so rum, dass es natürlich auch noch ganz andere Jobs gibt und so weiter und so fort. Eigentlich ist es natürlich ein toller Job, den wir hier haben. Und das ist eine Sache, die man in Kauf nehmen muss und die man vielleicht einfach dadurch auffangen kann, dass die Zeit, die man gemeinsam hat, umso intensiver und interessanter gestaltet.